Kapitel 3 Monster oder Mensch? Du hast eine Superkraft, dein Ernst? Ihr verarscht mich doch, oder? So würde ich es nicht nennen. Wirken Ryan und ich, als wollten wir dich verarschen? Es ist wirklich wahr. Gut, dann sag mir, was ich gerade fühle. Du fühlst Ungläubigkeit. Du bist ehrlich gesagt genervt. Weil wir es dir bis jetzt verschwiegen haben. Es ist egal, ob es stimmt. Du wirst nicht gern ausgeschlossen. Wow. Okay. Oh fuck, Mann. Beim Tischfußball. Du wusstest genau, was du tun musst. Tja. Du solltest versuchen, dich an den guten Erinnerungen festzuhalten und nicht in Trauer zu versinken. Ich dachte, das würde helfen. Das hat es. Aber warn mich nächstes Mal, okay? Deal. Wer hätte gedacht, dass ich mal eine krasse Empathin kennenlerne? Crazy shit. Habt ihr heute schon Diane gesehen? Nein. Aber sie war gestern hier und saß an ihrem Laptop. Du sagtest, sie spürte Angst, als es um Gabes Tod ging. Wenn sie versucht, Typhon zu decken, gibt es dafür Beweise. Ich hoffe es. Wenn sie heute reinkommt, dann brauchen wir einen Plan. Aber jetzt beende ich erstmal meine Schicht. Sind schon dabei. Dann verdiene ich mir mal mein Geld. Ich sollte das Geschirr in der Bar abräumen. Okay. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu True Colors von Life is Strange. Ich war hier gerade schon so versessen. Ja, Jet, vielen Dank, dass du letzte Woche an meinen Geburtstag gedacht hast. Der Marco Esquanda Tequila war exzellent. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Dein mit Abstand bester Koch, Francisco. Okay. Ah, Colorado-Leitungswasser. Ist jetzt nicht gerade das Hygienischste, aber hey, was weiß ich schon. Hat sie nicht gesagt, dass ich hier irgendwie spülen soll? Aber da kann ich nichts machen, ne? Wahrscheinlich muss ich erstmal irgendwo was abräumen. Dreckiges. Wie funktionieren diese Vogelwettbewerbe? Wer kontrolliert die Sichtungen? Ist das Ryan Lucan? Ich bin die Vogelbeobachterin des Jahres. Deine Herrschaft ist zu Ende. Ich sag Ryan besser nicht, dass ich was damit zu tun hatte. Ups. Okay. Es gibt ein... So, wen haben wir denn noch? Ich wünschte, Riley hätte nie von meinem Zustand erfahren. Sie muss sich auf ihre Zukunft konzentrieren, nicht auf meine. Riley hat's rausgefunden? Ich frag mich, was das für die beiden bedeutet. Das Geschirr kann ich aber... Nee, kann ich nicht, aber ich kann mit ihr sprechen. Hey, Eleanor. Wie geht's? Mir geht es gut. Danke, Liebes. Dass du mir vor ein paar Wochen geholfen hast, weiß ich wirklich zu schätzen. Das hat mir viel bedeutet. Aber natürlich. Schön, dass ich helfen konnte. Hey, wie läuft es denn so mit Riley? Meistens gut. Sie zerreißt sich förmlich, um mir zu helfen. Dabei sollte sie sich auf ihr Leben konzentrieren. Kann ich irgendwie helfen? Du hast schon so viel getan. Ich danke dir, Alex. Okay.
Where are you, girl from Rome? Mann, hab ich dieses Lied geliebt. Früher haben sie das hier ständig gespielt. Weird. Ich hab's noch nie gehört. Vielleicht weiß Jet, wo es ist. Girl from Rome, okay. Ah, nee, bei ihm geht's nicht. Hey, wo bewahren wir ungenutzte Jukebox-CDs auf? Gar nicht. Was wir haben, ist in der Jukebox. Cool. Weiß ich Bescheid. Hast du das Kleingeld in der Kasse schon gewechselt? Deine Aufgabe. Okay. Das Kleingeld also auch. Da gucken wir mal kurz nach. Aber hier kann ich... Nee, das ist die Jukebox. Hä, wo ist denn die Kasse? Ich sollte aufräumen, bevor meine Schicht vorbei ist. Ja. Oh Gott. Ach so, ist denn dann die Schicht damit vorbei? Das wäre natürlich eine gute Frage. Ich kann nicht joggen gehen. Dann sehen alle, wie ungelenkig und unfit ich bin. Niemals. Das kenne ich nur zu gut. Vielleicht kann ich... Ah, Entschuldigung. Ist das das erste hier gewesen? Ja. Hm? Und was mit Girl from Rome haben die hier gesungen? Aber das scheint hier nicht bei zu sein. Okay. So, was war jetzt mit ihr? Jetzt habe ich es gar nicht... Ich kann nicht joggen gehen. Dann sehen alle, wie ungelenkig und unfit ich bin. Niemals. Nein, jetzt sagt sie das nicht mehr. Vielleicht kann ich, hat sie gesagt. Ja, ihr irgendwie helfen oder so. Hey, kann ich Sie etwas fragen? Ich habe mich bisher nicht getraut, joggen zu gehen. Sie wirken wie ein Profi. Haben Sie Tipps? Oh, nun mach dir nicht so viele Gedanken. Du musst... einfach dranbleiben, ja? Ich versuch's. Danke. Vertrau mir. Das geht allen so. Aha. Lecker. Nein, du sollst dir das nicht angucken beim Aufräumen, du sollst es einfach nur wegräumen. Hallo, ich bin gleich bei dir. Ich schau mal lieber nach Steph und Ryan. Ah. Hey, kennt ihr vielleicht ein Lied, das so geht? Where are you, girl from Rome? Wie krass, ein Klassiker. Alabaster Daydreams. Mein Dad hat dieses Lied geliebt. Okay, schauen wir mal, ob wir das finden können. Gabe hat es dauernd gespielt, um ihn zu ärgern. Das ging so weit, dass er es gar nicht mehr hören konnte. Hallo. Was ist damit passiert? Oh, Jet hat es irgendwann aus der Jukebox geholt und eingelagert. Frag ihn mal. Mega, danke. Hey, Boss. Sagen dir die Worte Alabaster Daydreams irgendwas? Oh Mann, wie der Bruder, so die Schwester. Gut, es ist wohl genug Zeit vergangen. Sie liegt hinter der Theke. Danke. Ja, ich hab's gefunden. Okay. So. Ja, geh rein. Okay. Hören wir uns das berüchtigte Lied mal an. Ja, ich würde es gerne, aber weder Enter noch das andere Enter nimmt er. Ach so, nee, warte mal. Hä? Hallo? Muss ich das jetzt nochmal aussuchen?
Leute. Ah, halt, da war es gerade. So, jetzt nochmal. Also anscheinend hat er es jetzt angenommen. Ich weiß nicht. Also ich höre es zumindest nicht. Aber anscheinend hat er das jetzt wohl angenommen. Wir gucken mal eben, ob sie sich jetzt darüber freut, ob wir da irgendeine Reaktion haben. Das ist es. Allerbester Daydreams. Das kann doch nicht... Na, aber gerne doch. Okay. Also offensichtlich ist das wirklich gerade am Spielen. Okay. Sie ist hier. Was ist der Plan? Wir haben sogar zwei Pläne. Aber wir müssen sie noch ausarbeiten. Das klingt jetzt irgendwie nicht so gut. Was genau soll ausarbeiten in dem Fall bedeuten? Das bedeutet, dass Ryan nicht zugeben will, dass mein Plan perfekt ist. Okay. Hier kommt meine Idee. Ich frage Diane einfach nach einem Date. Halt was? Und sie fährt so drauf ab, dass sie nicht bemerkt, wie Ryan Lucan ihren Laptop klaut. Ryan nimmt besagten Laptop mit nach oben und besorgt uns belastende Beweise. Und vielleicht schleppe ich Diane wirklich ab. Wir werden sehen. Das ist dein Plan? Oh Gott, bitte sag mir, dein Plan ist besser. Ja, besser. Beziehungsweise ist es derselbe Plan. Nur bin ich die Ablenkung. Weißt du, Steph, ich glaube nicht, dass sie lesbisch ist. Ich glaube, sie steht mehr auf den Naturburschen. So wie alle, die hier hinziehen. Okay. Also ich persönlich würde jetzt sagen, es sind beide nicht gerade die besten Ideen. Es ist echt erschreckend, dass das eure besten Ideen sind. Was? Der Plan ist todsicher. Es sind nur zwei Schritte. Du wählst einfach nur, wer sie ablenkt. Auf gar keinen Fall. Du bist die Einzige, die das entscheiden kann. Ja, woher soll ich denn jetzt wissen, ob die jetzt lesbisch ist oder nicht? Also ich würde normalerweise sagen, sie ist nicht lesbisch, keine Ahnung. Ich habe aber jetzt so noch nicht wirklich mit der zu tun gehabt. Ich wähle Ryan. Du bist echt heiß, keine Frage, Steph. Aber für Diane? Da ist Ryan die bessere Wahl. Diesen Ryan? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Okay, danke für eure Mühen, aber wir wissen nicht einmal, ob sie irgendetwas Hilfreiches weiß. Ich werde versuchen, mit ihr zu reden. Vielleicht kann ich sie aus der Reserve locken, ihre Gefühle lesen. Ich gebe euch Bescheid, wenn ich eine Ablenkung brauche. Viel Glück. Das Übliche. Vielen Dank, Alex. Wie kann ich sie am besten aus der Reserve locken? Ja. Können wir mal probieren. Du weißt, ich will bloß Gerechtigkeit für meinen Bruder. Bitte. Hilf mir. Alex, ich kann dir versichern, dass Typhon für eine vollständige und offene Ermittlung sorgen wird. Wir wollen die Verantwortlichen finden und sie zur Rechenschaft ziehen, genau wie du. Das ist die Wahrheit. Sie hat ein echt gutes Pokerface. Nicht so wie Mac. Sehen wir mal, was sie wirklich fühlt.
Ich versuche sie erstmal zu lesen. Armer Gabe. Niemand verdient es, so zu sterben. Sie ist traurig. Wenn ich sie weiter an Gabes Tod denken lasse, finde ich vielleicht mehr heraus. Ich wette, du und Gabe habt öfter ordentlich gebechert. Er war ein toller Barkeeper. Er machte die langen Arbeitstage erträglicher. Oh, so ein niedliches Foto. Meine Nichte und mein Neffe. Sie sind bezaubernd. Ein schönes Kreuz. Oh, danke. Ja, war ja nicht sehr hilfreich. William Bloom. Gabe hat ihn geliebt. Er hat bestimmt ein ganzes Jahr damit verbracht, sich seine Musik anzuhören. Echt? Er hatte einen guten Geschmack. Dass wir nie darüber gesprochen haben. Typhon setzt sehr auf ansässige Arbeiter. Wir wachsen stetig. Bist du später auch beim Lab dabei? Das ist alles nicht leicht für Ethan. Wir versuchen, ihn aufzuheitern. Ich kann nicht. Aber viel Spaß. Ich bin sicher, er weiß es zu schätzen. Okay. Ich muss mich jetzt für etwas entscheiden, das Dianes Emotionen auf die Spitze treibt. Ich will noch die Gedenktafel fragen. Diane, ich weiß, du bist kein schlechter Mensch. Aber mein Bruder ist tot wegen Entscheidungen, die ihr getroffen habt. Ich frage mich, wie es dir damit geht. Das wüsste ich echt gern. Alex, ich... Wir... Typhon wird alles in seiner Macht Stehende tun, um die Situation zu bewältigen. Das ist die Wahrheit. Okay? Okay. Da ist die Emotion, nach der ich gesucht habe. Zeit, Dianes Schuld wegen Gabe zu erforschen. Zeit herauszufinden, was Diane wirklich verheimlicht. Hallo? Miss Jacobs, Deputy Pike hier. Pike, es tut mir leid, aber wir sind gerade sehr beschäftigt. Es gab einen Unfall. Was für eine Art Unfall. Er kam hierher auf der Suche nach einem besseren Leben. Genau wie ich. Er ist weg. Ich bin noch hier. Moment, da ist noch was anderes. Ich kann nicht ungeschehen machen, was Typhon getan hat. Oder meine Rolle darin. Aber immerhin habe ich alles, was ich brauche, um mich vor ihnen zu schützen. Oh, shit. Sie hat bestimmt Beweise auf dem USB-Stick. Ach, sieht aus, als brauche ich doch eine Ablenkung. Diane? Hey, Ryan, was gibt's? Naja, wenn du Zeit hast, dachte ich, wir könnten vielleicht wandern gehen. Es gibt einige wunderschöne Pfade oben in den Bergen. Oh, das klingt nach einer tollen Idee.
Klingt super. Ryan weiß alles über die hiesige Flora und Fauna von Haven. Ryan, erzähle doch von der Flora und Fauna. Oh, nun ja. Das hier drüben ist ein sogenannter Nacktschnabelhäher. Er kann mehr als 40 Samen gleichzeitig tragen, dank seiner dehnbaren Speiseröhre. Das ist beeindruckend. Also, was sagst du? Hey, keine Eile. Der ist noch eine Weile hier. Überleg's dir, meld dich später. Naja, ich muss los. Bis dann. Oh mein Gott, das war... Alter, ist ja krass. Was war das denn? Mein Herz rast. Ryan, ohne Scheiß. Ich denke, Diane steht wirklich auf dich. Ich weiß, ich kann dich fassen. Hey. Oh Mann. Okay. Ja. Leute, das war echt mega. Oh mein Gott. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Passwort geschützt. Wer hätte das gedacht? Ich bringe ihn zu Riley. Vielleicht kann sie helfen. Sie kennt sich mit Technik aus. In der Zwischenzeit müssen wir ein Lab veranstalten. Schnapp dir deinen Hut, wir sehen uns im Park. Und denk an deine Gitarre, okay? Die Mütze behalten? Gitarre echt? Ja gut, Gitarre... Eine Frage. Wenn das Lab vorbei ist, kann ich die Mütze behalten? Ich würde sagen, das hängt davon ab, wie du dich schlägst. Alter, Challenge accepted. Und? Ist das Teil fertig? Ja, gerade so. War die ganze Nacht wach. So viel habe ich seit Jahren nicht geschnitzt. Okay, ich brauche meine Gitarre und die Mütze, die Steph mir gegeben hat. Ah, Streifenhörnchen. Duckys Geschenk dafür, dass ich seinen Whisky gefunden habe. Es ist ein einzigartiger Ausdruck der Dankbarkeit. Ja, Gitarre ist klar, aber wo kriege ich jetzt diese komische Mütze her? Charakterbogen, Notiz. Was ist das für eine Notiz? Steph, ich werde dich umbringen. Alex, Steph sagte mir, dass du bereit wärst, an unserem nächsten Abend mit offenem Mikrofon zu spielen. Es würde die Stimmung auflockern und das Eis brechen. Klappt das für dich? Jet. Es gibt immer eine Entkorkungsgebühr. Okay. Ich wünschte, ich wäre Steffs Rat gefolgt. Alex, vielen Dank für die Runde Kicker. Ehrlich. Und iss immer nur einen davon. Steph. Okay. Schmecken die so ekelhaft oder wieso? Jetzt sind wir einen Schritt näher dran. So, herausfinden, was mit Diane los ist, sie vielleicht lesen, arbeite dran. Wie sich herausstellt, ist Gesellschaftsrecht kompliziert. Alle drei sind irre teuer, vergiss es. Ach so, die Privatdetektive. Andere Typhoon-Städten in den USA im Ausland nachgucken. Das macht Ryan. Bergarbeiter in der Black Lantern ausspionieren macht Alex. Willst du, dass ich gefeuert werde? Nein. Konnte das Dark Web nicht durchschauen. Erledigt, erledigt, okay. Ja, sie sind auf jeden Fall dran, was das betrifft. Ich schaue mich noch mal kurz um. Den Gartenzwerg haben wir uns den schon mal angeguckt? Ich weiß gar nicht. Ein Einweihungsgeschenk von Eleanor. Sie meinte, Gabe hat diese kleinen Kerle geliebt. Ja, anscheinend habe ich es noch nicht angeguckt. Das Leben in Haven wäre viel schlimmer ohne diese zwei Weirdos.
Schreien, okay. Ich weiß nicht mal, ob ich das richtig mache, aber ich hatte das Gefühl, ich muss etwas tun. Das war von Steph zwar nur als Joke gedacht, aber irgendwie mag ich es. Okay. So, Videospiel haben wir uns ja schon mal angesehen. Laptop. Da waren einige echt süße Fotos von Gabe und Ethan drauf. Ja, die Frage ist jetzt, wo ist die Mütze? Anhören, Plattenspieler. Okay, da gehen wir mal raus. Schublade, da könnte vielleicht noch eine Mütze drin sein. Ich krieg dich immer noch nicht auf. Irgendwo hier muss doch ein Schlüssel sein. Eine Schreckensratte schließt sich deiner Gruppe an. Was? Nee, umziehen wollte ich mich jetzt nicht. Obwohl, naja, das, was sie jetzt gerade anhat, ist irgendwie schrecklich. Vor allen Dingen so dieses reingequetschte, das sieht total bescheuert aus. Ach so, es hat die überall. Ernsthaft? Ja, dann können wir es auch lassen. Okay. Von Stil hat die Gute leider keine Ahnung. Fahrrad. Überlass es mir, Gabes Fahrrad bei der ersten Fahrt zu schrotten. Wenigstens hatte Ryan was zu lachen. Aber so wie ich es verstanden habe, muss ich die Mütze doch von hier holen, oder? Hier kann ich keine nehmen. Notizen habe ich schon gelesen. Es sei denn, natürlich ist eine neue Notizen. Können wir nochmal kurz angucken. Eines Tages höre ich auf, ein Gammler zu sein. Aber für den Moment bin ich einfach nur dankbar. Okay, Sparschwein füllen. Okay, das sind doch neue Notizen. Ach, das kann man sogar spielen. Okay. Können wir später mal machen? Ich wollte hier eigentlich hochgehen, hallo? Der Garten sieht übel aus. Oje, oje. Ich habe seit Jahren nicht vor Leuten gespielt. Das war ein guter Abend. Das wäre vor allen Dingen mal ein schönes Häuschen, wenn man das in Teso haben könnte. Bis jetzt ist Ryan eigentlich der Einzige, der das benutzt. Vielleicht sollte ich es ihm einfach schenken. Ja. Hätte ich nichts gegen. Ja. Jetzt sieht es zwar nicht besser aus, aber anscheinend sind ja zumindest die, kaputten Pflanzen weg. Hallo Vögelchen. Hör mal, Alter. Wenn du hier leben möchtest, musst du dein eigenes Geschirr spülen. Das war jetzt aber gemein. Ja, wie hat das mal jemand gesagt? Life is Strange ist kein Spiel, bei dem man durchrascht. Ich mache zwar auch nicht immer alles, aber wenn ich mal sowas entdecke, dann muss ich es natürlich auch machen. Können wir hier hinten noch irgendetwas machen? Nee, soweit nichts. Windrad? Wie oft Gabe hier wohl high wurde und die angestarrt hat? Wird schon mehr als einmal gewesen sein. Oder täglich. Ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Okay, dann gehen wir mal wieder runter. Ja, aber ich habe keine Ahnung, wo ich dann die Mütze herkriegen soll. Ich habe das so verstanden, dass die auch irgendwo hier drin sein soll.
Dann nehmen wir jetzt erstmal die Gitarre mit. Okay, ich muss mir meine Mütze schnappen. Ja. Aber wo? Oder kann ich die jetzt mit der Gitarre irgendwie von hier holen? Nee. Ich war doch jetzt schon überall. Hier kann ich auch nicht rein, oder? Charakterbogen. Wow. Steph ist ein Rockstar, dass sie das zusammengestellt hat. Ethan wird ausflippen. Also, Sicherheitsregeln, wie sie hier im Spaß zu haben, schlag mich zu hart zu, Labgrundlagen. Okay, also wenn ihr möchtet, könnt ihr euch das jetzt mal durchlesen. Okay, das war jetzt nicht allzu viel. Verstimmte Akkord, ein Schaden. Okay. Ja, aber ich muss immer noch wissen, wo ich diese Mütze herkriege. Oha. Okay. Na, da bin ich jetzt mal gespannt, wie das gleich aussehen wird. Ich hätte nämlich gerne jetzt einen Cut gemacht, bevor wir da hingehen. Allerdings erst, wenn ich meine Mütze habe. Ah, Truhe. Das ist doch neu hier. Ha, da ist sie. Sehr schön. Und da ist auch ein Schlüssel. Okay, dann Federbohr, geheimes Bier. Noch eine von Gabes versteckten Dosen. Mann. Okay. Oh. Nee, ich wollte ja eigentlich rausgehen. So, bevor ich das jetzt aber mache, ich weiß nämlich nicht, ob ich dann was trigger, werde ich jetzt erstmal kurz die Schublade hier öffnen. Das war bestimmt von Gabe. Scheiße, Richtigstellenliste. Alex finden. An die Lawrence Jugendstrafanstalt spenden. Neue Bon für Kevin. Dich bei Zoe entschuldigen. Dich bei Ibra entschuldigen. Und ihm sagen, dass dir seine Remixe gefallen. Okay. Die Liste ist echt lang. Aber ich wette, er hätte alles abgehakt. Bei Oscar entschuldigen. Beim Typen im Einkaufszentrum entschuldigen. Einen Dankesbrief an Lenny schreiben. Frau Franks einen Scheck über das zerbrochene Fenster schicken. Sie ist nach Maryland gezogen, finde sie. Okay. Wow, Gabe. Du findest immer noch Wege, mich aus der Bahn zu werfen, ne? Ja, dann würde ich sagen, dass ich jetzt die Badenmütze nehme und dass wir dann die heutige Folge gleich beenden werden. Ha, da ist sie. Oh, scheiße. Die Feder muss von der Mütze abgefallen sein. Nein! Vielleicht ist sie hier irgendwo. Das hatte Gabe bei sich. Pike hat mir die vor ein paar Tagen vom Gerichtsmediziner vorbeigebracht. Ich habe mich bisher gedrückt, die durchzusehen. Okay. Man kriegt den Jungen aus dem Jugendknast. Oh. Du bist heiß. Beeil dich und beende deine Schicht. Mit Liebe, Char. Ein Streichholz übrig. Ich weiß nicht warum, aber es muss etwas Besonderes für Gabe gewesen sein. Okay.
Man weiß nie, wann man ein Streichholz braucht. Ich gebe noch nicht auf, Gabe. Ich suche lieber nach der Feder. Was die Details angeht, ist Steph echt kleinlich. Nein, doch, da. Das ging schnell. Alex, die Badin. Zu ihren Diensten. Zeit loszuziehen. Ja, geh nach unten. Das ist unsere Aufgabe. Und das werden wir jetzt auch tun. Aber für heute werden wir jetzt erstmal diese Folge beenden, damit die nicht überhand nimmt von der Länge her. Und wir werden uns dann das, ja, ich kann schon fast Festival sagen, in der nächsten Folge anschauen. Den Lab. Bis dann. Ciao.